Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir sind hier immer noch in Jakenda unterwegs. So, da will ich hier auch nochmal alles mitnehmen, was wir hier finden, was wir hier haben. Wollte ich hier auch die ganzen Sachen hier mal... Hatten wir das hier schon? Hatten wir schon, okay. So, ich wollte hier eigentlich mal der ganze Bereich hier, den ganzen Bezirk hier mal ein bisschen freiräumen, leerräumen von den ganzen Viechern. Und dann eventuell gleich sogar nochmal unten versuchen, da die Orks mal vielleicht ein bisschen zu dezimieren. So, damit wir ein bisschen auf Punkte kommen. So, da sehe ich aber auch noch ein paar Pilze. Immerhin, nice. Ist da doch auch noch ein Pilz hier? Ja, Buddha-Fleisch. Perfekt. Wo genau geht's denn da weiter? Ne, oder kam, ne, von da kamen wir wahrscheinlich hier. Hier ging's ja aber irgendwo noch weiter, glaube ich. Bruchrolle. Und noch eine Truhe. Okay. So, haben wir. Nice. Nehmen wir alles mit. Was gibt's denn hier noch? Hier noch ein Ring. Und hier noch ein paar. Die habe ich jetzt nicht kommen sehen. Da ist nichts zu holen. Okay, so, hier haben wir noch einen Dunkelpilz. Das habe ich jetzt echt nicht kommen sehen. Und hier noch ein Pilz. Lederbeutel, nice. Okay. So, alles mitnehmen. Und den hier auch nochmal. Wer klingelt jetzt bei mir? Einen Moment, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Verdammt, jetzt habe ich alles vergessen, wie das Ding hier ging. Ah, okay, haben wir doch geschafft. Alles mitnehmen. So. Ich fand das jetzt aber auch ganz komisch. Gerade angefangen aufzunehmen und schon geht die Klingel los bei mir. So, gibt es hier noch mehr eigentlich zum Einsammeln? Butlerfleisch. Hier noch ein paar Dunkelpilze, immerhin. Ich bin gerade neugierig, wo wir hier jetzt gerade hinkommen. Wir kommen hier langsam eigentlich ins... Wo kommen wir hier an? Hier ist noch ein Toter. Bergkristall. Hier kann ich... Da ist noch ein Pilz. Ach, wir sind wieder hier. Okay, dann gehe ich nochmal zurück, weil... Ja, Weil wir eigentlich im Canyon da eigentlich weitermachen wollten, da die ganzen...
Kann es sein, dass hier die Pilze nachspawnen? Oder jetzt gerade zumindest nachgespawnt sind? Hier ist noch eine Feuernessel. Und was ist denn das jetzt für ein Wetter? Echt unglaublich. Deutsches Wetter hier. Oh, noch eine Heilpflanze. So, ich hoffe. Womit denn? Spitzhacke müssen wir auf jeden Fall noch finden. Wofür brauchen wir eigentlich diese Bergkristalle? Bergkristalle haben wir jetzt 2 Stück. Ich habe mittlerweile das Gefühl, die sind vielleicht doch zu irgendwas zu gebrauchen. Okay, hier war ein Weg. So rum, hier rum. Und hier ist überall irgendwo was vergraben. Wir brauchen definitiv wieder eine Spitzhacke. So, ich speichere einmal. Komm, wir speichern mal auf die 2. Wir werden da vorne gleich definitiv wahrscheinlich angegriffen. Ich finde es schön, dass die hier so eine Weitsicht haben. So, kann ich den nächsten anlocken? Tatsächlich. Die haben richtig krass eine Weitsicht. Die Beißer. So, jetzt kommt der. Komm. Ja. So, was mit denen? Was die Orks angeht, habe ich keinen Plan, wie ich das machen soll. Aber es müssten jetzt, glaube ich, alle gewesen sein, hier von den Beißern. So, der Mörder von Angus und Hank. Ein Garrett's Kompass, Kipp ist auf dem Trockenen. Eine Rüstung der Banditen, da muss ich eigentlich einiges machen. Das sammeln wir auch mal ein. Will ich die einfach übersehen. Ich finde das immer noch krass. So, wenn wir noch mal nach oben gehen hier. Also ich wünsche mir, der Regen würde wieder aufhören. Aber kann man hier den Jacken da quasi in einem Lauf durchkriegen, ohne dass man nochmal zurück muss oder so? Kriegt man das hin?
Ich sehe da wieder Butterfleisch. Nehmen wir mal mit. Hey, du. So, ne, unterrichten braucht er mich jetzt nicht. Was mit Henry? Ich will in seinen Enter-Club. Ich kann mir einen Trupp ja noch aussuchen hier. Das ist eine schlimme Sache. Handeln. Lass uns handeln. So, warte mal. Hat er eine. Er hat hier eine Spitzhacke. Die nehmen wir uns. Wäre Armbrust. Was haben wir für eine Armbrust? Ich hätte das anders gemacht. Ja, das hat er noch nicht gemacht. Er weiß ja nicht mal, wie man ein Schwert hält. So, die Dinger kann ich ja verkaufen. Das ist doch schon lange bekannt. Der braucht nur Geschicklichkeit. Aber macht 100 Schaden. Weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Rüstung des Ring des Wassers behalten wir. Morgens Ring. Ring der Priester. Ring der Heiler. Was macht der? Ich bin ganz deiner Meinung. Komm, den behalten wir. Ich hätte das anders gemacht. So, eigentlich im Grunde. Hier, die kann ich alle mal verkaufen. Was ist denn das? Goldene Halskette. Das war doch schon vorher klar. Glaubst du wirklich? So, Erzbrocken müssen wir auch noch behalten. Hier, ein Blutkelch behalten wir. Olas-Lederbeutel, normale Lederbeutel. Hier, Wargfell. Wenn er das nicht sieht, kann Kohle. Ich ihm auch nicht mehr helfen. Er hat auf die falschen. Kopf der Fangheuschrecken. Kohle brauchen wir nicht. Geweihtes Wasser. Könnte wichtig werden. Hier Pfanne, Schwefel, ein Lederbeutel. Das ist doch alles nur Gerede. Ah, es hat aufgehört. So, ich guck nochmal. Eine Rüstung der Banditen. Samuel der Schnapsbrenner erwähnt ein geheimes Versteck von Francis in einer der Minen im Canyon. Wir haben ja jetzt die Spitzhacke. Können wir jetzt da nochmal hingehen und das dann da ausbuddeln gehen? Ich wundere mich über gar nichts mehr. So, dann gehen wir nochmal dahin. Ich will die Dinger ja ausgraben. Ich will wissen, was da drunter ist. Unter den ganzen Gesteinen. Unter den Xen. Und nochmal ganz sicher gehen, wo wir... Apropos, wie viel brauchen wir noch für die nächste Stufe? 9000, also 8500. Oder 8410, eher gesagt. Ziehen wir das hin? Noch so schnell an Punkte zu kommen? Hier haben wir noch Sumpfkraut. Also auch nochmal. Okay, hier gibt es nichts Relevantes. Ich will aber diesen einen Ding hier. Den Sockel. Womit denn? Womit denn? Das sind nicht die Bergkristalle, die da drauf gehören, glaube ich. Was brauche ich dafür? So, da sehe ich wieder Kraut. Und hier ist noch eine Höhle. Hier gibt es Snapperkraut, okay. Dass ich die Höhle nicht gesehen hatte. Okay, ich sehe hier aber auch tausend Sachen einfach gar nicht.
So, wie sieht's hier aus? Gab's hier ein Kreuz? Hier gab's kein Kreuz, aber in der Mine da vorne gab's auf jeden Fall welche. Deswegen gehen wir da hin. Ich wundere mich echt, wie viel hier eigentlich versteckt ist. Und ich frage mich, will ich wissen, wie viel ich im Minental übersehen hatte, als ich da am Verzweifeln war? So, hier war nichts. Hier war irgendwo ein X. Nicht in dem Gang. Hier, da haben wir's. Womit denn? Achso, warte, ich muss eben die Spitzhacke noch ausrüsten, ne? Wo ist die Spitzhacke? Habe ich die nicht gekauft? Ach nö. Nochmal zurück. Ja, super. Ich dachte, ich hätte die Spitzhacke gekauft. Und jetzt gleich müssen wir auch noch pennen gehen. Ist schon wieder dunkel. Ich bin gerade von mir selber sehr enttäuscht. Dass ich die Spitzhacke nicht abgeholt habe. Oder gekauft habe. Müssen wir mal schauen, wo wir eigentlich hier pennen können, die Nacht verbringen können. Ich möchte jetzt ungern im Dunkeln irgendwie rumspazieren. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Hier, Garrett? Nochmal handeln. Ich weiß gar nicht, lass mehr, wem man noch glauben soll. So, da. Er weiß ja nicht, wie ein Schwert hält. Bitte habe ich die jetzt auch. Da. Das ist eine schlimme Sache. Das ist doch schon lange bekannt. Das ist doch alles nur Gerede. So, und hier. Hier haben wir ein Bett. Okay. Okay, der sagt nichts. Ich mag die Musik hier auf jeden Fall. Bei den Piraten. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich fühle mich gerade, als wäre ich nicht in Gothic. Also, zumindest nicht im Original ist hier die Nacht des Raben, halt ein DLC. Aber ich fühle mich gerade, als wäre ich in einer hier Total Conversion davon. Oder? Also, fühlt sich für mich jetzt nicht an, als wäre ich im Original. Weil ich jetzt von Gothic 1 und Gothic 2 bisher anderes gewöhnt bin. Und für mich das einfach unreal sich wirkt, so hier jetzt Wüste und so weiter. Canyon zu haben, Dschungel. So, jetzt aber hier nochmal rein. Wo haben wir die Fackeln? Da.
So, aber ich freue mich auch schon dann irgendwann hier die Total Conversions auszuprobieren. So. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Eine Schatzkiste? Wo haben wir die Schatzkiste? Da. Da oben. Ein Haufen Zeug erhalten. Was für ein Haufen Zeug? So, die Dinger brauchen wir ja nicht. Olafs Beutel lassen wir hier. Was ist denn das? Goldener Kelch? Ah, goldenen Kelch haben wir auch noch erhalten. Okay, dann gehen wir mal zum nächsten. Zum nächsten X. Und graben das da auch schon mal aus. Ah ja, und die Fackeln wieder weg. Die brauchen wir ja auch nicht mehr. Gab's hier noch einen? Ja, hier gibt's auf jeden Fall eine Heilpflanze, die wir vergessen haben. Ja, aber irgendwie auch umso besser, wenn ich das mal vergesse oder so. Übersehe, nicht mitnehme. Ist dann eigentlich umso besser, weil dann kann ich später nochmal wieder mitnehmen, wenn ich dann die auch, weil ich dann irgendwie viel zu viel verbrauchen würde, sagen wir so. Gab es hier unten noch ein Kreuz? Ich hoffe, hier unten gab es ein Kreuz. Wo überall was vergraben sein könnte, das wundert mich. Also, da frage ich mich schon. Ist ja auf der ganzen Map, Lobby, warte. Vergraben. Hier wird. Hier hatten wir schon. Okay. Gucken wir mal hier. Ja, hier war einer. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Lederbeutel und Steintafel. Was für eine Steintafel ist das jetzt? Steintafel der Magie. Feuerbuch. Pech haben wir auch noch. So, was mit dem blau leuchtenden hier? Da ist ein Schwert. Oder? Nein, ich habe es nur als Schwert wahrgenommen. Aber da sind Tränke. Wacholder. Ich habe das eine aber wirklich nur als Schwert wahrgenommen. Die Pflanzen oder die Ranke oder was auch immer das war. So, hier gibt es nichts. Okay, dann einmal auf den Canyon hoch. Wo ist die Fackel? Fackel. Also ich meine jetzt nicht da hoch, sondern
Soll ich hier bei dem Ding hier hoch? Da oben war ja eins. Obwohl drinnen gab es ja auch noch welche. Müssen wir drinnen auch noch mal suchen gehen. So, Heilpflanzen, die nehmen wir auch noch mit. So, jetzt stellt sich mir die Frage, sind wir eigentlich bereit gegen die Orks oder noch nicht? Zumindest gegen einzeln, vereinzelt. Wenn ja, dann würde ich mich tatsächlich auch schon auf Orkjagd begehen, wieder mal. In der Hoffnung, dass ich es schaffe. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Erzbrocken, nice. Spruchrolle? Noch eine Spruchrolle? Okay, nice, geil. Jetzt haben wir 7 Erz. Und hier drinnen gab es auch noch ein Kreuz irgendwo. Schön ist, hier drinnen brauchen wir keine Fackel. Obwohl, doch ein bisschen. Ein bisschen Fackel brauchen wir. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. So, Schwefel, Steintafel, silberner Ring. Silberner Ring. Ich glaube, hier gab es kein Kreuz mehr, oder? Hier ist noch ein Bergkristall. Wo kommen die Pilze jetzt wieder her? Nee, ich glaube, hier gibt es kein Kreuz mehr. Pilze definitiv, aber kein Kreuz. So, und hier hätten wir jetzt den Dschungel. Da will ich aber noch nicht hin. Ich glaube, hier gehen wir erstmal noch drauf. Aber die Heilpflanzen nehmen wir mit. Es sei denn, das ist der Weg, den ich in den Dschungel nehmen muss, zumindest für den Anfang. Ich weiß jetzt nicht, was ich mit all den Bergkristallen machen soll. Das sind ja so viele. Ja, aber egal, dann machen wir die Fackeln wieder weg. Und dann würde ich sagen, werden wir es in der nächsten Folge mal versuchen, gegen die Orks hier anzutreten, da unten. Ein paar Orks hatten wir ja schon geschafft gehabt, zu besiegen. Das weiß ich noch. Oh, hier. Noch eine Dings. Komm. Lauflieder. Ein paar Orks hatten wir ja schon geschafft, in Richtung Minental zu besiegen. In den Wäldern wohl eher nicht. Stellt sich mir jetzt nur die Frage, wie genau
Wir brauchen ja die Banditenrüstung. Da sind sie schon. Wir sind zu nah. Aber egal, finden wir in der nächsten Folge heraus, ob wir gegen die jetzt ankommen, antreten können. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.